Wir vertiefen das Thema mit Diana Schütz, der Koordinatorin Bewegungsförderung für Amputierte. Schönen guten Abend. Warum ist es wichtig, eine solche Bewegungsförderung anzubieten? Wir haben festgestellt, dass Menschen mit Amputation, ich denke schon ein Stück weit Hilfe brauchen. Und dass es Fitness halt ein schönes Angebot ist oder ein Start nach einer Amputation wieder, einfach, wie der Name schon sagt, fitter zu werden. Und das Schöne an unserem Angebot ist, wir machen mit anderen zusammen, also anderen Amputierten, dieses Programm. Und ich hatte es dann auch schon mal erzählt, dass wir dann halt auch diesen Austausch pflegen untereinander. Ne? Wir trainieren und sind trotzdem, reden viel miteinander, haben halt wirklich kurze Wege, wo wir deren Probleme bequatschen können auch. Ja. Spielt da Ihre eigene Vita denn auch eine Rolle? Sie selbst sind ja auch am Bein amputiert. Genau, ja, auf jeden Fall. Also ich weiß halt, wie es Menschen geht, die halt amputiert sind, sei es durch Amputation, durch Krebs oder nach Unfall, finde ich fast noch schlimmer, weil es von jetzt auf gleich dann halt so ein Schicksalsschlag ist. Und ich finde, es ist unheimlich wichtig, die Menschen wirklich so früh wie möglich aufzufangen, ihnen zu vermitteln, ihr seid nicht alleine. Ja, und deshalb gibt es uns und wir möchten halt, dass ihr uns so schnell wie möglich kennenlernt und wir helfen euch auch so schnell wie möglich wieder zurück ins Leben, in welcher Form auch immer. Diesen Schritt zu machen, das ist ja möglicherweise auch erstmal eine Hemmschwelle, dann nämlich die klassischen Angebote dann auch erstmal wahrzunehmen, möglicherweise, weil man eben diese Schwelle hat. Die wollen Sie, vermute ich, auch mit der Bewegungsförderung abbauen. Ja, also klar, ich verstehe auch, dass viele denken, ich zum Beispiel Fitness, ich bin überhaupt nicht sportlich, wer weiß, das sind vielleicht nur junge Leute. Na, und das ist genau das Gegenteil. Also wir haben von bis alles dabei. Wir haben auch verschiedene Sportangebote. Ich möchte es fast gar nicht Sportangebote nennen, weil unser Begriff nennt sich ja auch Bewegungsförderung für Amputierte. Wir möchten die Menschen wieder in Bewegung bringen. Und ich glaube, jeder möchte gerne wieder rausgehen, sei es auf Krücken, mit Prothese, einfach mit seinen Verwandten, Bekannten, Freunden wieder was draußen. Einfach, dass man sich wieder bewegt, am Leben teilhaben kann. Und dafür sind wir da. Ein toller Ansatz. Diana Schütz, Ihnen dafür auch weiterhin alles Gute. Danke Ihnen. Danke. Tschüss.